So quasi, also dass alles aufgezeichnet würde. Alles, was man so den Tag über macht. Das ist nicht so dramatisch, sehen Sie. Ich habe ja auch hier Mikrofone und es ist auch, man kann sich dran gewöhnen. Gut, die Voice Recorder von den Flugzeugen vom 11. September, die wurden ja bis heute nicht gefunden oder ausgewertet, obwohl die ja eigentlich dafür da sind bei so einer Katastrophe, dass man die Voice Recorder auswerten kann. Aber gut, also so ein Voice Recorder für jeden wäre praktisch. Ja, die neue Weltordnung hat ja auch viel Gutes. Man muss sich also gar nicht so viele Sorgen machen. Also zumindest nicht eigene Sorgen. Es genügt, wenn man so die Sorgen übernimmt, die einem so täglich im Fernsehen vorgesetzt werden. Also Angst vor Terror, Arbeitslosigkeit, vor der Vogelgrippe, Krebs, AIDS und so weiter. Da kann man sich mit seinem Nachbarn drüber unterhalten, was weiß ich, mit der Vogelgrippe. Ja, mein Kanarienvogel sieht ja auch schon ganz blass aus und wahrscheinlich hat er sich irgendwo angesteckt. Irgendwie so. Also dann hätte man seine Ängste klar definiert und die Politiker kümmern sich dann darum. Ja gut, manchmal mit mäßigem Erfolg, aber sie versprechen ja vor der Wahl immer, dass sie sich darum kümmern. Naja gut, dann tun sie es letztlich meistens doch nicht. Aber auch das ist ja der Vorteil der neuen Weltordnung, nämlich dass man sich die Wahlen sparen kann, weil die bringen ja letztlich doch nichts und die kosten ja auch viel Geld. Gut, es wird vielleicht noch Wahlen geben, aber die gab es ja in der DDR auch. Und von dieser Wahlbeteiligung, da träumen die Politiker heute noch von so 90%. Die Amis sind uns mit der neuen Weltordnung ja schon sehr weit voraus. Und mit diesen ganzen Terrorbekämpfungsmaßnahmen und der Kriegspropaganda, die machen das dann auch ein bisschen raffinierter. Die machen nicht immer den gleichen Fehler zweimal. Ne? Also, Sie wissen ja mit dem Irakkrieg, da haben Sie ja erst gesagt, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen und da müssen wir rein, um die freie Welt zu verteidigen. Wir wissen ja inzwischen, dass das mit den Massenvernichtungswaffen nicht so ganz wahr war. Und das macht man jetzt also nicht nochmal diesen gleichen Fehler, sondern man variiert das ein bisschen beim Iran. Ne? Also, man sagt, die haben ein Atomprogramm im Iran und die könnten also Atomwaffen bauen. Also es ist nicht mehr das gleiche wie beim Irak, sondern ein bisschen variiert. Gut, man muss der amerikanischen Bevölkerung ja nicht unbedingt sagen, dass der Iran viel größer ist und eine viel größere Bevölkerung hat und dass der Iran nicht durch 10 Jahre Sanktionen geschwächt ist. Es genügt ja, wenn man so bestimmte Stichworte immer wiederholt, so Terror, Massenvernichtungswaffen und Verteidigung der freien Welt. Jedenfalls reicht das für 90% der Amerikaner aus. Aber gut, vielleicht beurteile ich die Amerikaner auch einfach falsch und es sind nur 88 oder 85%, wer weiß. Also in der neuen Weltordnung sind die Prioritäten einfach anders gelagert. Es geht da nicht mehr so sehr darum, was gut für Sie ist, für Ihre Kinder, für Ihre Gesundheit, für Ihre Katze, sondern es geht letztlich darum, was gut ist für große internationale Banken und Konzerne. Ob nun Mikrowellenherde, Handys, Gainfood und so weiter, ob das gut ist für Sie, ist also da nicht so interessant, sondern ob jemand daran profitieren kann. Und profitieren kann an den meisten Dingen jemand was. Besonders wenn Sie Angst haben, kann man Ihnen viel verkaufen. Und wenn Sie krank werden, kann da auch jemand dran verdienen. Also seien Sie kein Egoist und wirklich im allerletzten Ernstfall könnten Sie auch immer noch so ein bisschen zur Bevölkerungsreduzierung beitragen. So einfach mal sozialverträglich ableben oder sowas. Schont auch die Rentenkassen. Also die Prioritäten in der neuen Weltordnung sind etwas anders. Heute muss man ja tierisch aufpassen in der Politik. Also wenn da ein Politiker zum Beispiel sagt, ja, mit uns wird es keine Mehrwertsteuererhöhung geben oder die PKW-Maut, die wird gar nicht kommen, und er macht dabei so ein Zeichen, dann bedeutet das im Grunde, es wird doch kommen, denn das ist von oben angeordnet. Aber wie gesagt, da muss man wirklich aufpassen, wie ein Schießhund, damit man das überhaupt mitbekommt. In der neuen Weltordnung ist das alles viel einfacher, dann wird das einfach so gemacht, ohne dass lange debattiert wird oder dass man sie hinters Licht führen muss. Da wird das einfach beschlossen. Und wenn dann irgendwann alle irgendwann mal einen Chip haben, ja, dann glauben Sie nicht, dass da einfach nur Ihre Lebensberechtigungsnummer abgerufen werden kann, sondern da kann man wahrscheinlich auch Ihre
Stimmungen mit steuern. Das ist alles eine Frage der Programmierung. Und in der neuen Weltordnung wird es also überhaupt keine Probleme mit Stimmungsschwankungen mehr geben, denn sie werden sich wahrscheinlich gleichmäßig, dumpf und antriebsarm fühlen. Und so eine Überwachung hat ja auch viele Vorteile. Nun stellen Sie sich vor, Sie haben mit Ihrem Vermieter Streit, weil der gesagt hat, ja, die Renovierung, was weiß ich, des Partykellers, die übernimmt er. Und hinterher, wenn Sie es gemacht haben, dann will er nichts mehr davon wissen. Dann rufen Sie einfach mal bei BND an und fragen, haben Sie ja noch das Band von diesem Telefongespräch mit meinem Vermieter von vor 2 Wochen? Und dann können Sie sich darauf beziehen. Das ist doch sehr praktisch. Oder wenn Sie Streit mit Ihrem Nachbarn haben, dann rufen Sie einfach mal beim BND an und sagen Sie vielleicht, ja, das ist ein Nazi oder ein Terrorist, da genügt ja der Verdacht und dann ist der weg. Dann haben Sie erstmal eine Zeit lang keine Probleme mehr mit Ihrem Nachbarn. Oder wenn die Kinder des Nachbarn Sie nerven. Einfach mal in der Schule beim schulpsychiatrischen Dienst anrufen und sagen, ja, die sind hyperaktiv und dann kriegen die wahrscheinlich Fluctin oder Zyprexa oder irgend so ein Mittel. Und dann ist es in Ihrer Nachbarschaft auch viel ruhiger. Also, lassen Sie sich von Verschwörungstheoretikern nichts erzählen. Die neue Weltordnung ist eigentlich ganz kuschelig. Gut, nicht für Verschwörungstheoretiker, aber für den Rest ist es ganz praktisch. Es hat viele Vorteile. Man braucht sich gar nicht so viele Gedanken ständig zu machen. Im Gegenteil, eigene Gedanken machen ist der Feind jeder neuen Weltordnung. Also, die neue Weltordnung kann nur funktionieren, wenn alle mitmachen. Also keine Angst, beziehungsweise doch Angst. Angst ist mal ganz gut, sind sie leicht zu manipulieren. Nicht so viele Sorgen machen. Also, Sie brauchen im Grunde überhaupt nichts machen. Lassen Sie sich einfach treiben, nicht zu so viel drüber nachdenken. Dann klappt es auch mit der neuen Weltordnung. Viel Spaß.